Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute schauen wir uns mal an, wie man eine Snare fetter oder vielleicht sogar länger machen kann, ohne ein Sample dafür zu benutzen. Also, los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog und heute wollen wir uns mal in einem relativ zügigen, schnellen Tipp anschauen, wie man eine Snare etwas im Sound verändern kann. Oft passiert es ja, dass man eine Session angeliefert kriegt, naja, also wenn du externe Sessions angeliefert kriegst, aber wenn du eine externe Session angeliefert kriegst und du stellst fest, die Snare klingt nicht so, wie du sie dir gerne vorstellst, zum Beispiel bei einem Rocksong ist eine Funk-Snare eingespielt worden oder du kriegst einen Song mit jede Menge Samples und Loops zugeschickt und die Snare, die da drin verwendet ist, die funktioniert nicht irgendwie so, die könnte fetter sein, unten noch ein bisschen mehr gebrauchen oder könnte ein bisschen länger klingen einfach, dann gibt es oft die Möglichkeit, auf Samples auszuweichen. Wenn du jetzt aber nicht eine riesige Sample-Library hast oder vielleicht sogar keinen Software-Drummer hast, mit dem du arbeiten kannst oder dir aber das Trigger-Tool dafür fehlt, dann kannst du das Ganze auch mit dem Trick machen, den ich dir jetzt gleich zeige in der Session. Und das ist sehr, sehr einfach umzusetzen und trotzdem ist es wirklich sehr wirksam und kann wirklich den Unterschied machen zwischen einer Snare, die einfach nur Peck, Peck macht und einer Snare, die wirklich so Paff macht. Und das Ganze funktioniert schönerweise auch genreunabhängig, sagt man so schön, ne? Also sowohl im Rock als auch im Funk als auch im Sachwart. Da funktioniert es auf jeden Fall. Und das schauen wir uns gleich in der Session an. Verpasst danach auf jeden Fall nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie man in so sterilen MIDI-Produktionen dafür sorgen kann, dass es nicht ganz so langweilig und steril klingt, sondern ein bisschen mehr Pfeffer reinkriegt. Das schauen wir uns aber gleich nach der Session an. Falls dir dieses Video gefallen sollte, also jetzt schon gefallen sollte, oder dir vielleicht mein charmantes Gesicht sehr sympathisch vorkommt, dann drück doch auf Daumen nach oben, wenn es dir nicht gefällt. Oder ich einfach nur hässlich bin, dann drück zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und schauen uns mal an, wie wir die Snare ein bisschen fetter machen können. Also, los geht's. Und da sind wir schon wieder in der Session und wir haben wieder das Glück, dass wir die Spuren von Peter Dauer nochmal benutzen dürfen. Vielen Dank, Peter, nochmal, dass ich noch ein zweites Video damit machen darf. Und wir haben im Moment dieses Schlagzeug hier vorliegen. Und ich möchte diese Snare jetzt, die wir hier haben, möchte ich jetzt ein kleines bisschen spannender gestalten. Und dafür benutze ich jetzt den Trick und habe mich da so ein bisschen daran orientiert, als wenn man noch ein weiteres Mikrofon zur Verfügung hat, nämlich eins von unten unter der Snare. Ich habe hier sogar eins, das klingt im Moment so, die Snare Bottom, also das Mikrofon, was auf den Snare-Teppich unterhalb der Snare zeigt, das klingt so. Und da hört man schon, dass dieser Sound von diesem Teppich, der ist so... klingt so wie so ein Rauschen. Und das ist die Basis für den Trick, den wir jetzt heute benutzen wollen. Ich habe eine weitere Spur angelegt, die habe ich hier wie folgt genannt. Snare Rauschen heißt die gute Spur. Und das ist eine ganz normale Audiospur. Und da habe ich einen Rauschgenerator reingeladen. Bei Logic ist das mitgeliefert. Es gibt ein Plugin. Das heißt hier Testoszillator. Mit dem kann man verschiedene Geräusche generieren. Hier eine Sinuskurve, weißes Rauschen, rosa Rauschen und so weiter und so fort. Kann man hier alles generieren. Kann man auch eine Mittelfrequenz festlegen. Hier zumindest für die Kurven, die man hier hat. Und das weiße Rauschen ist ja im Prinzip ein Sound, der komplett über alle Frequenzen gleichmäßig so rauscht. Das rosa Rauschen ist nochmal ein bisschen anders geformt. Aber ich habe jetzt mich mal hier fürs weiße Rauschen entschieden. Und das soll die Basis für die Ergänzung unseres Snare-Sounds sein. Denn ich wollte ja keine Samples benutzen, um den Sound zu verändern. Also dieses Rauschen. Und das klingt im Moment so... ich mache es mal direkt wieder aus. Ich habe es hier schon vorsorglich auf minus 30 dB gestellt, dass es also uns nicht die Löffel runterreißt, wenn wir es jetzt haben, und dass wir es einigermaßen kontrollieren können, auch im Mix. Und wie gesagt, rosa Rauschen, nicht rosa, weißes Rauschen, ich mache es nochmal an. Also im Prinzip Sound auf allen Frequenzbändern durchgängig und sehr gleichmäßig. Das ist weißes Rauschen. Und das darf natürlich jetzt nicht durchlaufen, weil wie soll das denn dann unsere Snare cooler machen? Das ist natürlich klar. Also darf das immer nur spielen, wenn die Snare ausspielt. Und dafür habe ich einen weiteren Trick benutzt. Nämlich ich habe ein Noise Gate hinter den Rauschgenerator geladen. Und dieses Noise Gate soll jetzt immer nur dann, wenn die Snare spielt, auch öffnen. Das heißt, ich habe hier einfach per Sidechain das Signal von der Snare hier rüber geschickt. Wenn ich das hier mal draufklicke, dann sieht man auch da Nummer 5, das ist die Snare Top, also das Snare-Mikro von oben, und das steuert jetzt dieses schöne Noise Gate. Das heißt, das Noise Gate macht immer nur auf, wenn die Snare ausspielt. Und ich mache jetzt beide mal an. Erst das Noise Gate, damit das Rauschen uns nicht auf die Nerven geht, und jetzt das Rauschen auch. Und jetzt hören wir uns das mal an. Das klingt solo so. Ne?
ein Rauschen. Das öffnet halt immer nur dann, oder das spielt halt immer nur dann, wenn die Snare spielt, und kann dadurch schön unseren Snare-Sound ergänzen. Und wir haben hier drei Parameter, die vor allem recht wichtig sind, mit denen man nämlich den Charakter schon so ein kleines bisschen gestalten kann von diesem Rauschen. Einmal die Attack-Zeit. Mit der Attack-Zeit kann man dafür sorgen, wie schnell das Gate öffnet, wenn die Snare den ausspielt. Und ich habe das jetzt auf 0 Millisekunden gestellt, damit das Rauschen wirklich fast zeitgleich oder nahezu zeitgleich mit der Snare dann auch da ist. Man kann das, dann kriegt man vor allem beim Rauschen, also zumindest bei diesem Sound, so ein einigermaßen so ein Anschlag. Ja, es hat ja keinen echten Transienten, so ein Rauschen, wie so eine echte Snare-Trommel, wie so eine echte Snare-Drum. Aber mit dem 0 Millisekunden kann man einen relativ knackigen Start für diesen Sound machen. Man kann das auch hochschrauben, dann klingt das, ich stelle das mal ein bisschen langsamer, dann klingt es so. Ja, aber das ist nicht wirklich knackig, dann klingt es so, als wenn einer pusten würde. Deswegen stelle ich das auf 0 Millisekunden. Dann mit Hold, halten, Englisch halten, kann man dafür sorgen, wie lange das Gate offen bleiben soll. Das bedeutet im Prinzip, wie lange bleibt das Gate offen und hält diesen Sound, unser Rauschen in dem Fall, auf dem gleichen Pegel. Und danach, also steht jetzt hier auf 40 Millisekunden, ist ja ein relativ schnelles Instrument, so eine Snare, so eine Trommel klingt ja nicht sehr lange nach. Also habe ich es auf 40 Millisekunden einfach mal gestellt. Und da kann man auch rumexperimentieren, kann man auch länger oder kürzer machen, je nach Geschmack, musst du mal mit deinem Sound ausprobieren. Und danach kommt noch ein Parameter, den ich sehr wichtig finde, ist die Release-Zeit. Die Release-Zeit, also die Loslasszeit, bedeutet, wie lange braucht das Gate, um wieder zu schließen. Man stellt sich das vor, wie so bei so einem dreieckigen Abfall, also einfach von total geöffnet, läuft es dann ganz linear runter, bis auf null wieder. Und man kann die Release-Zeit natürlich sehr kurz einstellen. Ich stelle die mal auf, was weiß ich, 50 Millisekunden hier so ungefähr, dann klingt der Sound so. Ganz kurz, ne? Oder man stellt ihn halt etwas länger, nehmen wir mal auf 100, nehmen wir 200 Millisekunden. Dann klingt es richtig schön lange hinten aus, ne? Und am besten probiert man das einfach aus, diese drei Parameter, indem man das zusammen mit der Snare abspielt und ausprobiert. Das machen wir jetzt auch mal. Ich gebe mal die Snare dazu. Und bitte nicht wundern, das Rauschen ist jetzt natürlich noch zu laut. Es geht nur darum, herauszufinden, wie wir jetzt diese drei Parameter einstellen. Die ersten beiden packe ich nicht an. Hier, Attack-Zeit und Hold packe ich jetzt nicht mehr an. Da habe ich mich schon für entschieden. Und wir machen jetzt mal nur die Release-Zeit und gucken, wie das so passt. Ganz kurz. Länger. Und je länger ich das mache, umso mehr klingt es, als wenn diese Snare noch so eine Hallfahne hinten dran kriegen würde, ohne dass man ein Hallgerät benutzen würde. Ne? Wie gesagt, der Sound ist jetzt zu laut, den muss man dann mal nach Geschmack dazu mischen. Ich mache mal hier 100, machen wir mal 140 Millisekunden rund, dann klingt es schön. Oh, will er nicht? Naja, okay, der nächste Wert ist dann wahrscheinlich 137,8, hat er jetzt gewählt. Na gut, in dem Bereich auf jeden Fall. Und das mischen wir jetzt mal nach Geschmack zur Snare dazu. So ist ohne. Und jetzt machen wir mal langsam dazu. Na, und die Snare kriegt dadurch schon ein bisschen mehr Charakter. Machen wir mal das komplette Schlagzeug. Aus. Aus klingt es ein bisschen kurz, ne? Mal wieder an. Sehr schön. Jetzt war mir dieses rosa Rauschen aber vom Sound her noch ein bisschen zu sehr rosa Rauschen. Klang ein bisschen künstlich, sollte also ein bisschen cooler klingen. Und da gibt es ja jetzt ein schönes Plugin dafür, was zumindest bei Logic mitgeliefert ist. Das ist der Match EQ. Mit dem Match EQ kann man dafür sorgen, dass man sich die EQ-Kurve von einem anderen Signal besorgt, analysieren lässt und dann quasi auf das eigene Signal drauf oktroyiert, übertragen kann. So, das ist das richtige Wort. Ich habe schon mal ein Video zum Match EQ gemacht. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du hier oben mal klicken. Da habe ich gezeigt, wie man genau diesen Match EQ, der bei Logic mit eingebaut ist, benutzen kann. Falls du kein Logic haben solltest und damit auch nicht diesen Match EQ, sondern eine andere DAW, was weiß ich, Pro Tools, Cubase, Studio One und so weiter und so fort. Ich habe auch noch ein Video gemacht, wie man das mit einem externen dritten Plugin machen kann. Der FabFilter Pro Q2, der hat nämlich auch eine Match-Funktion eingebaut und vom Prinzip her funktioniert das sowohl beim FabFilter als
als auch bei diversen anderen Dritt-Plugin-Anbietern, auch ein langes Wort, funktioniert das ungefähr gleich. Also schau mal gerne da oben rein, entweder die Logic-Variante oder eben die FabFilter Pro Q2-Variante. Und ich habe jetzt hier quasi mit diesem Match-EQ die Frequenzverteilung von der Original-Snare einfach mal als Basis genommen, habe das Plugin das analysieren lassen und dabei ist diese EQ-Kurve bei rausgekommen. Und das Coole ist, wenn ich die jetzt mal anmache, ich spiele mal das rosa Rauschen erstmal ohne an und mache dann mal die EQ-Kurve an. Ja, so klingt es ohne. Und jetzt mit. Hui. Plötzlich klingt es wie eine Snare. Das heißt, ich meine, hier ist ein drastischer Eingriff natürlich per Equalizer hat hier stattgefunden. Aber ich finde, jetzt klingt es schon deutlich mehr nach Snare, dadurch, dass der Match-EQ das weiße Rauschen so umgewandelt hat. Und wenn ich diesen Sound jetzt dazu mische, das ist dann schon ein ganz anderer Spaß. Ich nehme mal die Snare nur solo und mische das wieder dazu. So, und damit kriegt die Snare jetzt definitiv Charakter und vor allem Länge und sie wirkt auch noch fetter. Das heißt, man könnte hier jetzt sogar noch diesen Sound noch mit einem Kompressor nachbearbeiten, wenn man da Bock hätte oder mit einem Verzerrer oder sonst was irgendwie. Aber der Grundsound wird auf jeden Fall jetzt deutlich geändert und mit dem kompletten Schlagzeug zusammen, Junge, Junge. Ja, man kann jetzt noch mit dem Release. Kann man den Sound noch länger machen oder man könnte es jetzt noch ein bisschen lauter dazu mischen, um das noch fetter zu machen. Und ich schwöre dir, wenn eine komplette Band dazu kommt, dann hast du die Snare wirklich sowas von unter Kontrolle und kannst auch Dynamik da noch mit reinzaubern. Also wirklich ein super Tool, mit dem du arbeiten kannst. Und es funktioniert eben nicht nur bei Rockmusik, also bei Musik, wo es wirklich knallen muss oder so. Ich bin ziemlich sicher und habe das auch schon einmal gemacht, zumindest einmal schon mal ausprobiert, dass es bei programmierter Musik, also bei Musik, die zum Beispiel bei Rap drunter liegt, dass man es da auch super nutzen kann. Und es hat wirklich Spaß gemacht, damit den Snare-Sound zu verändern. Vielleicht kann man damit auch ein bisschen Variabilität, also unterschiedliche Sounds mit generieren, indem man hier vielleicht nochmal den einen oder anderen Parameter auch automatisiert und ein bisschen moduliert. Also wirklich eine Spielwiese, mit der man sich super austoben kann und keine Samples. Das heißt, du kannst deinen Snare-Sound individuell gestalten und bist nicht auf externe Samples angewiesen. Kostenlos, ohne Samples und echt ein fetter Snare-Sound. Mir gefällt's, ich hoffe dir auch. Und wenn du super Ergebnisse damit erzielt haben solltest oder auch Schrottergebnisse, schreib's trotzdem mal unten in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, wie sich die Anwendung bei dir gestaltet hat. Und wir gehen jetzt rüber zur Frage der Woche. Also, los geht's. Das klang doch wirklich fett und man kann die Snare wirklich sehr, sehr versatil, also sehr vielseitig damit beeinflussen. Und ich finde, wenn man das im Ganze im Bandkontext hört, dann geht es noch ein bisschen cooler, also jetzt nur das Drum alleine solo zu hören, da kann man schon, wenn man darauf achtet, hören, dass dieses Rauschen da drunter ist, aber wenn die ganze Band spielt, dann kann man mit diesem Trick einfach nur dafür sorgen, dass die Snare einfach fetter oder länger klingt, also wirklich ein super Ding und man braucht keine Samples. Das ist der Vorteil. So, wir schauen mal auf die Frage der Woche und die kommt heute von Jo Kö und Jo Kö schreibt: Mich würde interessieren, wie weit es möglich ist, das unnatürliche Sterile in den Songs, die rein in einer DAW und MIDI mit selbstgespielter Gitarre und Bass- und Dosendrums entsteht, reduzieren kann. Oder woran das liegt. Das ist sicher vielschichtig. Vielleicht kannst du das mal untersuchen und irgendwann ein Video darüber machen. Irgendwie ist es zudem dazu noch schwerer, Seele in eine eigene Musik zu bekommen. Das scheint was anderes zu sein als eine klare Mischung und ist natürlich auch eine Sache der individuellen Wahrnehmung. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt an etwas Technischem festmachen kann und inwieweit einem die selbstdesignte Visitenkarte überhaupt gefallen kann, wenn man selbstkritisch ist. Hui, das ist sehr vielschichtig, was du hier fragst, aber ich würde mal auf das Unnatürliche und Sterile gehen wollen bei deiner Mischung. Mir ist es nämlich neulich passiert, dass mir jemand ein paar Tracks zugeschickt hat und gesagt hat, ja, die Drums klingen irgendwie nicht so richtig cool. Die waren zwar ein bisschen weit nach vorne gemischt, aber ich habe ihm dann die Frage gestellt, ja, kurze Frage, wie viel Zeit hast du denn in die Drums geschickt? Und er hatte mir einen großen Song geschickt, wirklich mit fetten Chören, Gitarren, Bass und alles und so weiter. Und irgendwie wollten die Drums sich nicht integrieren und klangen lahm. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe da so ein Pattern reingezogen, 4 Takte, habe das verlängert, noch eben hier ein bisschen, da ein bisschen. Und dann war es auch schon fertig. Und da war der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, für mich persönlich zumindest schon. Wenn man nicht mindestens die gleiche Zeit und Energie in die Drums reinsteckt, also in programmierte Drums in dem Fall, die man auch in die anderen Instrumente reinsteckt, in die Instrumente,
Instrumente, wo man sich vielleicht wohler fühlt oder mit denen man sich besser auskennt, dann können die Drums einfach nicht cool klingen. Und das ist bei allen Produktionsschritten so in so einer Produktion, wenn man viel in MIDI macht oder viel in der DAW auf jeden Fall designt und jetzt nicht echte Instrumente nimmt, dann fällt es einem immer sehr schwer, da Leben reinzukriegen. Und der Trick für mich persönlich ist einfach nur, dafür zu sorgen, dass es nicht immer gleich klingt. Das heißt, wenn du einen Drumloop hast, dann nimm den und den kannst du gerne auch verlängern und auch drei oder viermal hintereinander packen, aber sorg dafür, dass in jedem von diesem Vierer Viertel, also wenn du vier Takte so als ein Vierer nimmst, dass in jedem von diesen Viererpäckchen immer irgendwo was anders ist, denn kein Drummer klingt immer gleich. Jeder Drummer spielt immer irgendwie hier eine Kleinigkeit rein, da trifft er das Hi-Hat ein bisschen anders. Das heißt, man muss viel, viel Arbeit reinstecken, um wirklich das Sterile rauszukriegen und dafür zu sorgen, dass es menschlich klingt. Es gibt Drum-Plugins, wo du so Patterns mitgeliefert kriegst, zum Beispiel bei meinem, ich glaube bei meinen Addictive Drums ist es so, da sind Patterns dabei, die von echten Schlagzeugern eingespielt worden sind. Die sind auch nicht quantisiert, das heißt, die eiern so ein kleines bisschen, also natürlich rudimentär im Rahmen dessen, wo ein professioneller Drummer eiern könnte, aber da ist halt nicht jeder Schlag genau auf der Viertel und die Snare ist nicht immer genau auf der Viertel, sondern das ist immer genau da, wo es für dieses Timing genau hingehört oder für dieses Feeling hingehört. Das ist natürlich cool, wenn du so eingetrommelt Sachen hast, aber wenn du selber die einzelnen Sachen setzt, also Bassdrum immer auf was weiß ich, 4 on the floor, also auf jede Viertel eine Bassdrum und auf die 2 und die 4 eine Snare und dann noch eine Hi-Hat drauf und so weiter. Wenn du da Leben reinhaben willst, dann musst du dich wirklich damit auseinandersetzen und da wirklich ein bisschen was reinbauen. Bei einer Hi-Hat zum Beispiel kannst du dafür sorgen, dass du über eine leichte Modulation dafür sorgst, dass jede Hi-Hat irgendwie so ein kleines bisschen anders klingt. Dann bei den Snare-Schlägen, sorg dafür, dass nicht jeder Snare-Schlag die gleiche Velocity hat, also die gleiche Lautstärke und die gleiche Anschlagsstärke. Dann klingt jeder Schlag auch ein bisschen anders. Sorg dafür, dass die Bassdrum vielleicht auch ein kleines bisschen hinter dem Beat spielt oder vor dem Beat und so weiter. Du musst die gleiche Zeit da reinstecken, die du und die gleiche Energie da reinstecken in die vielen, vielen Kleinigkeiten, die du auch bei den anderen Instrumenten machen würdest. Und dann hast du eine Chance, dieses Sterile tatsächlich rauszukriegen. Denn das Ohr ist ein ganz mieser Betrüger, denn das Ohr kriegt sofort heraus, wenn irgendwo was gleich ist. Das heißt, wenn die ersten vier Takte gleich sind beim Schlagzeug mit den nächsten, mit den nächsten, mit den nächsten, dann langweilt sich das Ohr zu Tode. Das ist kein aktiver Prozess, aber das ist ein passiver Prozess, der sorgt dafür, dass unser Ohr dann irgendwann unserem Hirn mitteilt, habe ich schon dreimal gehört, habe ich schon viermal gehört, dann schaltet unser Hirn auf Durchzug irgendwie und guckt sich schon mal den neuen Spiegel an oder sonst was, lässt die Musik durchlaufen oder schaltet auf einen anderen Sender. Nein, es muss immer, immer abwechslungsreich bleiben und wenn es natürlich und menschlich klingen soll, dann müssen diese kleinen Fehler rein, die menschlich sind. Das gilt für Keyboards, das gilt für Schlagzeug natürlich, das gilt auch für Bässe, die du programmierst. Es gibt natürlich Musikstile, da muss das einfach voll auf dem Raster drauf sein. Aber selbst da, bei diesen ganzen Sachen, gibt es immer irgendwo einen Störfaktor, der dafür sorgt, dass Kleinigkeiten da sind. Ich habe neulich Love is a Battlefield gehört von Pat Benatar aus den 80ern. Und dieser Song scheint ziemlich straight durchzulaufen. Aber hör dir mal die letzte Minute von diesem Song an. Du wirst immer feststellen, dass so vielleicht nur einen Takt lang eine Kleinigkeit auf der linken Seite passiert, eine Kleinigkeit auf der rechten Seite. Der ganze Song läuft einfach steril durch. Der war ja auch damals schon sehr straight und mit einem Sequenzer gearbeitet. Aber hier passiert eine Kleinigkeit, da passiert eine Kleinigkeit. Überall kleine abwechslungsreiche Sachen. Und da kannst du auch heute moderne Musik rannehmen. Da ist das genauso. Du hörst immer, in jedem Takt hörst du irgendwo eine Kleinigkeit, die neu ist, die nur ein einziges Mal vorkommt, die vielleicht ein bisschen anders ist, die immer dafür sorgt, dass das Ohr interessiert bleibt und eine Kleinigkeit anders hört als im Takt davor. Das ist furchtbar. Furchtbar viel Arbeit, ich gebe das zu. Das ist wirklich, man kann auch mit Automation sich wirklich vertiefen in so einem Song, kann da viel Zeit verschwenden. Aber wenn du das Sterile raushaben willst, dann geht es nicht anders als über Schweiß. Das tut mir leid. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg. Wie kriegst du Leben in deine Produktion? Erzähl es mir mal unten. Vielleicht kann ich da auch noch die eine oder andere Anregung auf jeden Fall für meine Songs übernehmen, weil das interessiert mich auf jeden Fall, weil das ist einer der Key-Faktoren bei uns im Heimstudio, wenn du programmierte Sachen hast, da wirklich Leben reinzukriegen und dafür zu sorgen, dass es wirklich nicht so steril klingt, sondern wirklich mit Leben und mit your heart und your soul gefüllt ist. Also schreibt es uns unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr alles da reinschreibt. Und wenn du magst, dann sehen wir uns nächste Woche zu einem weiteren Video. Falls du das nicht verpassen willst, dann drück am besten jetzt schnell auf den Abo-Knopf. Vergiss die Glocke nicht daneben, da kriegst du noch einen Hinweis, wann das Video rauskommt. Und falls du alles nochmal nachlesen willst oder so, dann kannst du das gerne auf meiner Homepage machen. Unter recordingblog.com findest du mittlerweile über 150 Artikel zu allen Themen, die ich schon bearbeitet habe, ganz in Ruhe zum Nachlesen. Oder wenn du viel unterwegs bist, dann kannst du auch den Podcast
Podcast nutzen, dann gehst du einfach bei iTunes, suchst nach Recording Blog und da findest du meinen Podcast zum Mitnehmen. Jede Woche eine neue Ausgabe und die kann man sich dann schön im Auto oder in der Bahn anhören. Also, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.